Hallo und herzlich willkommen zu diesem großartigen Video. Es beginnt hier in der Dunkelheit und ich bringe jetzt ein bisschen Licht in die Sache. Hier bin ich wieder im Chaoskeller. Ihr könnt das jetzt in voller Pracht sehen. Und die heutige Challenge wird daraus bestehen, auf diese komische 20 GB Festplatte Windows 95 drauf zu machen. Heute geht es diesem wunderschönen Retro-Bild ziemlich an den Kragen. Ich werde jetzt das Ding komplett ausleeren. Die neue Platine reinbauen. Das Projekt entwickelt sich immer weiter in die Richtung, dass von den eigentlichen Rechnern nichts mehr übrig bleibt. Die Front ist jetzt hier ab. Ich würde, glaube ich, den Turbo-Button als Anschalter verwenden. Das schöne Netzteil ist hier einfach viel zu versifft. Und ich weiß nicht, wie lange es hält. Dann bleibt noch das Motherboard. Das bleibt halt nicht, wird auch rausgerupft. Hier kann man wahrscheinlich die Festplatte einbauen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Also, ich baue jetzt den Rechner vollständig bis auf die Grundmauern ab. Mache den ein bisschen sauber hier mit so einem Tuch. Und dann bastle ich ihn mit neuen Innereien wieder zusammen. Als ultimative Maschine, wo man auch einen AMD K6 einbauen könnte. Aber den habe ich nicht. Also wird es wohl hier mit dem Pentium laufen. So sieht jetzt hier das ganze Durcheinander aus. Überall Kabelsalat. Das PC-Gehäuse, die Front, wo leider auch manche Schrauben schon abgebrochen sind. ATX-Netzteil ist drin, Motherboard ist drin, Lüfter ist drin. Und die Challenge bestand jetzt darin, einen Einschalter aus Panzertape zu bauen. Und das scheint ja gelungen zu sein. Sieht dann jetzt so aus, dass da der Einschalter mit Panzertape festgeklebt ist und der alte Einschalter, der kommt da raus, der kommt dagegen und dann müsste es eigentlich reichen, dass das Ding angeht und hoffentlich nicht so häufig klemmt. Ich baue es einfach mal zusammen und dann gucke ich mal, ob der provisorische Einschalter funktioniert. Zeit mal diese Erfindung zu testen. Der Lüfter läuft auch, das gefällt mir. Wunderschön. Pentium 1 200 MHz ATX-PC im Gammel-Look. Hier sind ein paar Beschädigungen, weil das Ding im Müllcontainer hart gelandet ist, aber so kriege ich es auf jeden Fall leise und vernünftig gelüftet. Ich baue mal weiter zusammen und ich glaube, in diesem Video zeige ich euch noch einen ersten Run. Ich merke, ich werde müde, habe hier das Zeug auf der Platine liegen lassen, zum Glück kein Kurzschluss. Und dann haben wir einen etwas seltsamen Rechner mit ATX-Netzteil, mit einem Pentium 4 Steckkarte zum Versorgen von Strom, passiv gekühlten Prozessor, SD-RAM, eine 20 GB Festplatte. Ich habe es jetzt über so ein modernes Kabel angeschlossen. Jetzt kommt noch das CD-Laufwerk rein, das Kettenlaufwerk und dann noch die Steckkarten. Ich überlege, ob ich die alte ISDN-Karte wieder einbaue. Und ich hätte hier noch eine wunderschöne Ethernet Card Network. Novell Network war ja so ein Netzwerkdienst früher. Die kann ich noch einbauen. Dann sind die ganzen PCI Express, würde ich sagen. PCI Express gab es damals noch nicht. Steckplätze hier alle belegt. Also bastel ich mal fröhlich daraufhin weiter. Auf dass die Maschine hier fertig wird. Und so ein richtig geiler Sleeper wird. Das, was 1997 wohl ein Traum war, das wird jetzt hier einfach drin alles verbaut. Das ist der aktuelle Stand der Sachen. Es läuft gerade ein Memory-Test-Programm, um festzustellen, ob der Arbeitsspeicher, der hier im Rechner verbaut ist, auch noch funktioniert oder nicht. Und bevor ich das Ding zumache, das so durchgelaufen ist, könnt ihr auch alle wichtigen Daten gerade sehen. Und das Ding läuft tatsächlich mit 200,5 MHz. Wow! Und L2 und L3 Chain Cache ist unknown, das heißt wahrscheinlich gar nicht vorhanden. Ich zeige euch nochmal den Rechner. Von der Optik wird das 8-fach CD-ROM Drive endgültig behalten. Das andere fand ich, sieht einfach zu modern aus. Das ist auch ein Brenner. Dann das Kettenlaufwerk, da ändert sich nichts an der Optik. Innen drin gibt es jetzt halt die passiv gekühlte CPU. Die Karten, ich glaube, es kommt noch ein USB-Controller rein, weil die Pin-Belegung von den alten USB-Ports hier nicht passt mit den neueren scheinbar.
Und die Soundkarte fehlt noch. Die muss ich noch hier reinstopfen. Und als nächstes werde ich das Rätsel lösen, welche LED für was gut ist, damit das Panel hier einfach mal angeschlossen werden kann. Hier habe ich mir schon die Kabel ein bisschen vorbereitet. Und dann, wenn ich alles zusammen habe, kann ich versuchen, Windows 95 hier drauf zu installieren. Das Ergebnis unseres Memory-Tests ist sehr erfolgreich gewesen. Pass complete, no errors, please ask to exit. Also bastel ich mal weiter hier an dieser Kiste. Der nächste großartige Erfolg im Zusammenstellen dieses Rechners besteht daraus, dass ich jetzt die Festplatte formatiere und die 19 GB wurden tatsächlich erkannt. Denn wir haben... Moment mal. 1907 MB, das ist ein bisschen wenig. Aber egal, ich glaube, das funktioniert trotzdem. Ich würde sehen, wenn Windows drauf installiert ist. Der Computer ist in seiner Hardware-Zusammenstellung abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Soundkarte und einen USB-Controller noch dazu gekriegt. Jetzt kann ich den Deckel drauf machen und Windows 95 erfolgreich auf dieses Ding installieren und gucken, wie stabil das ist. Hoffentlich habe ich nicht zu viele Hardware-Konflikte. Zum Abschluss dieses schönen Videos, das System meiner Wahl wird Windows 95 sein. Warum Windows 95? Weil ich Windows 98 hasse. Weil es den bösartigen Internet Explorer beinhaltet. Windows für Workgroups oder DOS werde ich jetzt hier nicht drauf installieren. Ich erstelle mir erstmal eine Startdiskette, weil ich denke, Booten von CD-ROM ist was für Weicheier. Haben wir früher auch nicht gemacht. Nur die Startdiskette erstellt in ein Windows XP-System ist das wahre Mittel der Wahl. Falls diese schöne Diskette funktioniert und nicht aufgrund von zu vielen Lesefehlern den Geist aufgibt. So. Hört sich schon mal gut an. Oder auch nicht. Ich glaube, ich kann es knicken. Also ich beende dieses Video an dieser Stelle. Ich zeige euch dann den fertig installierten Rechner, wenn ich irgendwann mal so weit gekommen bin. Und dann zeige ich, was die wunderschöne 3DFX-Karte alles hier kann, die hier drin ist. Ein kleiner Nachtrag. Es hat nicht funktioniert, eine Startdiskette zu erstellen. Weil meine ganzen Disketten Schrott sind. Also habe ich mir eine minimale Startdiskette für DOS gebastelt. Dann MSCDX eingefügt. Ein CD-ROM-Laufwerktreiber. Also CD-ROM.sys. Da haben wir es. Und dann Config-Sys und Auto-Exec bearbeitet. Mit dem Ergebnis, dass das Ding gestartet ist und ich hier keine Tastatur habe, die läuft, warum auch immer. Nach der Korrektur der Angabe mit der Code-Page habe ich es geschafft, das Setup zu starten. Das Problem ist, dass Scan-Disk nicht funktioniert, weil die Festplatte zu groß ist. Behauptet, die wäre komprimiert oder so. Mal sehen, ob die Installation überhaupt gelingt. Und ich habe schon davor hier die Windows 98 CD drin gehabt. Also soll es einfach nach C Windows. Ja. Und dann versuche ich Windows 95 auf diesem Ding zu installieren. Das ist die C-Version von Windows 95. Und ich hoffe, es klappt. Naja, vielleicht hätte ich davor noch Also nochmal danke fürs Zuschauen. Das ist das Ende vom Nachtrag. Und jetzt mache ich Windows 95 drauf. Yeah, weil ich Internet Explorer hasse. Bis dann.